Ja, dann können wir, glaube ich, starten. Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim MSV Duisburg. Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter in der dritten Liga. Joey, haben eine überzeugende Leistung hingelegt. Beim letzten Spiel, Rückrundenauftakt, Derby gegen Münster, 3-0 gewonnen. Strotzt die Mannschaft jetzt vor Selbstvertrauen oder siehst du auch ein bisschen eine kleine Gefahr darin, so ein bisschen in Selbstgefälligkeit zu verfallen vielleicht? Nee, Selbstvertrauen ja, auf jeden Fall. Natürlich ist es immer schöner, halt auswärts zu fahren, nachdem man halt zu Hause gewonnen hat, gerade gegen Preußen Münster. Aber halt überheblich werden wir nicht. Ich weiß, dass es ein schmaler Grat ist zwischen Überheblichkeit und einfach Selbstvertrauen. Aber die Mannschaft kriegt es immer wieder hin, halt auf dem Boden zu bleiben. Und ich glaube, dass wir dieses Selbstvertrauen gut gebrauchen können, wenn man halt zu so einem Gegner hinfährt. Aber davor brauchen wir keine Angst haben. Hatte ich gerade schon gesagt, Erster gegen Zweiter am Samstag in Duisburg. Duisburg gilt sicherlich auch als Top-Favorit auf den Aufstieg. Sind daher für dich ist die Favoritenrolle für dich vor dem Spiel klar? Ja, also gerade wenn man betrachtet das Hinspiel, was wir hier gehabt haben, ein bisschen unglücklich Spielverlauf, dass wir halt das 1-1 so spät kassiert haben, aber es war auf jeden Fall verdient. Duisburg ist hier aufgetreten wie ein Zweitligist. Die meisten Spieler in ihren Reihen haben letzte Saison noch zweite Liga gespielt, also von daher die Favoritenrolle, die stehen zurecht ganz oben und unsere Ziel ist es dort halt einen Punkt mitzunehmen, da wären wir halt sehr mit zufrieden. Ja, Kucker, herzlich willkommen wieder beim VfL Osnabrück. Der Transfer bahnte sich ja an, dann ging es dann doch relativ schnell. Inwieweit fühlst du dich schon wieder zu Hause und angekommen beim VfL? Ja, erstmal Dankeschön. Für mich war es in erster Linie wichtig, sag ich mal, nach der langen Zeit, wo ich keinen Fußball mehr spielen konnte oder nicht mehr auf dem Platz stand, dass ich halt wieder den Ball am Fuß habe, dass ich halt wieder in einem Team dabei bin, wo ich dann halt auch meinen Teil dazu beitragen kann, wo ich helfen kann, ob, sag ich mal, auf dem Platz oder neben dem Platz. Das ist dann, sag ich mal, zweitrangig, wo man ist. Aber ich denke mal, als Team hat man ein Ziel und die sollte man auch zusammen verfolgen. Du hast ja gegen Münster, warst du ja auch direkt im Kader, hast deine ersten Einsatzminuten auch bekommen. Warst du überrascht? Naja, was heißt überrascht? Also ich habe mich natürlich sehr gefreut und für die anderen Spieler tut es mir im Endeffekt auch leid, die, sage ich mal, eine ganze Vorbereitung mitgemacht haben und dann, sage ich mal, nicht dabei sind. Aber für mich persönlich war es natürlich super, sage ich mal, ein paar Sekunden oder ein paar Minuten auf dem Platz stehen zu dürfen. Joe, Duisburg, Tabellenführer aktuell, in der Winterpause keine personellen Veränderungen vorgenommen. Was erwartest du für ein Spiel am Samstag? Ja, ich habe das Spiel gegen Paderborn halt mehrfach gesehen und natürlich eine sehr robuste Mannschaft, sehr konsequent hinten. Iljutschenko hat in dem Spiel halt war enorm unterwegs. Wir sind froh, dass er halt gesperrt ist. aber trotzdem haben mit Onuegbu, Janic in der Hinterhand zwei Spieler, die halt sehr viel Qualität besitzen. Wir erwarten, gerade weil es halt unter einem besonderen Licht kommt, das Spiel, wir erwarten einen sehr starken Gegner, der halt schnell den Weg nach vorne sucht, der auch spielstark ist. Und deswegen müssen wir extrem aufpassen. Jetzt ist ja, du hast gerade sicherlich andeuten wollen, der Tod von Michael Tönjes. Glaubst du, dass das Spiel ein bisschen davon überschattet wird oder welche Rolle spielt das vielleicht auch für deine Mannschaft oder vielleicht auch, was glaubst du, für den MSV? Ja, ich glaube, für den MSV ist es ein ganz wichtiges Spiel, auch ein ganz wichtiger Spieler gewesen, beziehungsweise ein Mensch für den Verein und deswegen alle Ehrenwert, dass sie sowas auf die Beine stellen und wir freuen uns, dass wir ein Teil von diesem besonderen Spiel sind. Ich glaube, wir fokussieren aber nur auf das Spiel und unsere Aufgabe auf dem Platz. Kuka, Joe hatte gerade schon gesagt, die Erwartungshaltung, MSV Duisburg ist Favorit, Ziel ist erstmal ein Punkt. Mit welcher Erwartungshaltung gehst du an das Spiel am Samstag? Also ich bin ja eher so der Spieler, der, sag ich mal, immer von Spiel zu Spiel schaut. Ne? Klar, man jetzt gewonnen letztes Wochenende, aber das Spiel gegen Duisburg beginnt wieder bei Null. Und ich denke mal, wir machen jetzt, sag ich mal, eine gute Vorbereitung auf das Spiel hinaus.
Und klar, Duisburg ist Erster, die wollen mit aller Macht zu Hause gewinnen. Die Stimmung wird da wahrscheinlich auch überragend sein. Aber unser Ziel ist natürlich, Punkte mitzunehmen. Wie viele es am Ende sein werden, werden wir dann sehen. Mit welchem Personal versuchst du in Duisburg aufzulaufen? Beziehungsweise erstmal die konkrete Frage, wer kann nicht dabei sein? Genau, also der Robbie Christo fällt mit einem Bänderriss und Kapselriss mindestens 2 Wochen aus. Und der Micha Hohenstedt wird heute nicht trainieren. Der hat eine Achillessehne-Reizung. Ob er halt am Samstag dabei sein kann, bleibt abzuwarten. Wir müssen halt schauen, dass er schnell wieder fit wird. Hat gegen Preußen Münster genau gezeigt, wie wichtig er ist für die Mannschaft. Sonst, außer Christian Groß und Halis Avran, sind alle an Bord. Und damit leite ich über zu euren Fragen, wenn es dann welche gibt. Vorne ist noch das Mikrofon, René. Hallo, Michael Rothschild ist dann auch okay, oder wird sich dann morgen entscheiden? Ja, genau. Der konnte gestern nicht ganz mittrainieren, hat ein bisschen Schmerzen gehabt und deswegen wird er halt heute auch rausgenommen. Heute ist sowieso nach den letzten beiden Tagen, harten Tagen, ein bisschen weniger und deswegen haben wir halt uns entschieden, ihn heute rauszunehmen und schauen, ob er morgen dabei sein kann. Und ansonsten vom Kader her vermutlich dann ähnlich wie vergangenen Samstag. Das Adi Menger wird vermutlich dann für Robbie Christo dann in den Kader kommen oder wie sind deine Vorstellungen? Ja, Adi hat auch am Dienstag und Mittwoch sehr ordentlich trainiert. Wir müssen erstmal abwarten. Wir haben noch 2 Trainingstage und dann werden wir halt den Kader benennen. Gut, und die Startelf, das Koka Engel heute hier mit auf dem Podium, ist ein gutes Zeichen, dass er möglicherweise auch in der Startelf ist oder ist das überhaupt kein Zeichen? Ich bin kein Trainer. Ich habe sie auch schon nicht gemacht. Ja, ich habe nicht eingeladen zur Pressekonferenz. Ich freue mich natürlich, dass Koke hier ist. Koke ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für mich. Das haben wir halt schon im November, als wir die ersten Gespräche aufgenommen haben mit Koke, halt darauf hingedeutet, dass es keine kurzfristige Lösung ist, Koke halt verpflichtet zu haben, sondern es ist eine langfristige Lösung für uns. Das ist mein Wunschspieler gewesen. Nur halt Koke hat seit 6 Monaten nicht mehr auf dem Platz gestanden und deswegen ist es ein langsamer Prozess, ihn da wieder hinzubringen. Ob er am Startelf ist, da muss man halt die nächsten beiden Tagen abwarten. Ich glaube aber eher, dass er halt wieder halt langsam rangeführt wird an der Mannschaft und irgendwann wird er in der Startelf stehen. Wenn ich den Ball mal aufgreifen darf, Koka hat lange keine Wettkampfpraxis gehabt in Astana. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was war der Grund, dass in Astana ein halbes Jahr im Grunde, dass du da kein Spiel gemacht hast? Fast keins. Ja, im Endeffekt ist das jetzt einmal nicht auf die Schnelle einfach so zu erklären. Es gab einige Papiere, die halt nicht in Ordnung waren, wo ich leider keine Spielberechtigung hatte. Bin daraufhin wieder nach Deutschland gekommen mit der Hoffnung, sage ich mal, dass ich halt wieder zurückfliegen kann, dass das alles wieder in Ordnung ist. Ja, ist halt nicht passiert und man war halt lange daran fixiert, sag ich mal, den Vertrag aufzulösen, dass man eine Einigung findet, zu sagen, okay, man geht getrennte Wege und ich kann dann im Endeffekt einen neuen Weg einschlagen. Und das hat halt leider ein bisschen länger gedauert als gedacht. Die fehlende Wettkampfpraxis, Joe hat es ja gerade angedeutet. Siehst du das auch so? Vor Astana war es ja Ingolstadt, da waren ja auch, standen ja wenige Spiele, wenn man das letzte Jahr jetzt betrachtet. Hast du ja wenig gespielt in der Runde. Wie ist das mit deinem Fitnesszustand? Wie schätzt du ihn selber ein? Also ich persönlich schätze meinen Fitnesszustand eigentlich sehr, sehr gut ein. Habe sehr, sehr viele Läufe gemacht in der Zeit, wo ich nicht auf dem Platz stehen konnte für mich selber. Habe mich dann, sag ich mal, bis an meine Schmerzgrenze, sag ich mal, gezogen und klar, es ist natürlich wieder was anderes, sag ich mal, als wenn du nur auf dem Sportplatz irgendwelche Runden drehst und auf dem Platz die Belastung, sag ich mal, schaust. Aber ja, jetzt bin ich seit gut einer Woche dabei und es macht mir wieder Spaß. Danke, Herr Menge. Wenn man so das Umfeld hört und sieht, also als letzte Woche die Verpflichtung bekannt gegeben wurde, ist schon so ein Gefühl da, dass der Hoffnungsträger für den VfL, was sich ja auch daran festmacht, ein Vertrag bis Sommer 2021, das ist sehr ungewöhnlich beim VfL Osnabrück,
sag mal, die Erwartungshaltung von außen, ist dir ja schon bewusst, dass du bist so eine Art der Hoffnungsträger jetzt auch, was möglicherweise die Aufstiegsfrage anbetrifft. Wie gehst du damit um? Da bin ich, glaube ich, eigentlich ganz, ganz locker. Ich bin ja nicht beim Tennis und stehe alleine auf dem Platz. Ich glaube, da sind noch andere Spieler, sag ich mal, die hinter mir stehen oder vor mir stehen. Und es gibt Tage, wo ich auch vielleicht nicht so gut drauf bin, wo die anderen besser sind, wo die mich vielleicht mal mitziehen können. Ich versuche es jetzt im Moment, sag ich mal, ein bisschen die Mannschaft, sag ich mal, auch ein bisschen zu führen. Das, was ich, sag ich mal, in den Jahren gelernt habe, denen zu übermitteln. Und aber ich merke da jetzt für mich selber keinen Druck. Wenn man die Vertragslaufzeit sieht, könnte das ja möglicherweise die letzte Profistation dann sein. Und 2021, dann bist du 32. Und vielleicht die Ziele hier beim VfL, was schwebt dir da vor oder was ist da besprochen worden, was auch die Öffentlichkeit wissen könnte? Ja, welche Ziele hat man als Fußballer? Ich denke mal, als Fußballer möchte man halt immer gerne aufsteigen. Und jetzt im Moment haben wir eine super Ausgangsposition, sind aber noch sehr, sehr viele Spiele, wo man halt punkten muss. Und dann wird man halt schauen. Und Aufstiege sind immer schön. Und danach auch, nach 2021, kannst du dir durchaus vorstellen, hier auch in anderer Funktion, wie auch immer, hier beim VfL auch in Anführungszeichen alt zu werden? Also darüber habe ich mir jetzt, glaube ich, noch nicht so viele Gedanken gemacht. Und ich hatte jetzt so ein paar Stationen, sag mal, wo ich Fußball gespielt habe. Ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der, sag ich mal, lange irgendwo auf einem Fleck steht, der auch gerne, sag ich mal, was Neues sieht. Aber bis dahin habe ich noch sehr viel Zeit, drüber nachzudenken. Er soll so lange Fußball spielen, wie er kann. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Also wir freuen uns, dass wir ihn halt so langfristig binden konnten. Aber er soll so lange Fußball spielen, wie er kann. Punkt. Weitere Fragen? Gibt es irgendeine Position, die du hier im Auge hast? Also du bist ja von der Jugend her eigentlich eher so ein defensiver Mittelfeldspieler. Zuletzt hast du ja im Profibereich eher außen als Verteidiger gespielt. Gibt es da irgendwie eine Position, wo du sagst, hier möchte ich mich auf der Position durchsetzen? Also durchsetzen ist genau das richtige Wort, aber wo es dann im Endeffekt sein wird, ist mir persönlich nicht so wichtig, weil ich möchte der Mannschaft auf dem Platz helfen. Ob, sag ich mal, als Außenverteidiger ist, Innenverteidigung oder als Sechser, das ist mir in dem Augenblick, glaube ich, eigentlich egal. Da, wo ich gebraucht werde, gebe ich 100%, gebe ich mein Bestes. Und ich denke mal, das ist das Wichtigste. Und das ist halt unser Gedanke bei der Verpflichtung. Nicht nur, dass Koka halt aus dem Rücker ist, sondern auch, dass er halt mehrere Positionen spielen kann. Punkt. Und nur dieser einen Spieler gab auf dem Markt. Wir hatten halt viele Sechser im Auge, die halt nur begrenzt auf diese eine Position waren, viele Innenverteidiger im Auge, die halt nur auf diese Innenverteidigerposition in Frage kommen würden. Und der war der einzige Spieler, den wir halt auf dem Zettel gehabt hatten, der halt 4, 5, 6 Positionen spielen kann. Und deswegen macht das für uns so viel Sinn. Und deswegen haben wir uns frühzeitig entschieden, dass es nur diese einen Spieler geben wird. Hat sich in der Zeit was verändert, wo du jetzt weg warst? Inwiefern? Ja, beim VfL Osnabrück, wo du sagst, das ist jetzt völlig neu für mich. Oder die Plätze sind die gleiche, die Kabinen sind die gleiche. Also ich glaube, da hat sich nicht wirklich was verändert, außer, sag ich mal, die Spieler, die kommen und gehen. Aber sonst ist alles beim Alten geblieben. Gibt es noch weitere Fragen? Deine Angelo, Michael Tönnies, wie hast du ihn in Erinnerung, hast du selber auch gegen ihn gespielt oder das nicht? Ne? Nein, ich habe natürlich die ganze Geschichte jetzt gelesen über den letzten Tagen und mein Mitgefühl geht natürlich da auf MSV Duisburg und seine Familie, dass so eine tragische Geschichte passiert ist, aber selber Kontakt zu ihm habe ich nicht. Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen bunten Tag.